Backen? Hey, Akuma, guten Morgen. Ich war bei der Befragung entgegenkommend. Drohungen sind nicht vonnöten. Nach allem, was du getan hast, kannst du von Glück reden, dass ich dir nur drohe. Bitte, dieser Streit führt doch zu nichts. Die Siedler wollen den Wiederaufbau, aber sie blicken nur in die Zukunft. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, machen wir die gleichen Fehler nochmal. Du bist zurück. Vielleicht kannst du mir helfen, Ramani zur Vernunft zu bringen. Wir haben uns über Vault 96 und das Verhör unseres Gefangenen unterhalten. Dieses blasierte Monster prahlt damit, gefoltert zu haben und Schrecken über die Welt zu bringen. Aber Ramani fasst ihn mit Samthandschuhen an. Jetzt verstehe ich's. Was ich getan habe, war nötig. Ich bin nicht stolz auf diese furchtbaren Taten. Ich werde für immer mit dieser Schande leben müssen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zweck nicht die Mittel geheiligt hätte. Das wirst du noch früh genug erfahren. Wir töten meine Kollegen definitiv. Sorgen. Also ich denke mal, wir müssen uns jetzt entscheiden, leben lassen oder töten. Der FIV in Kürze ausgebracht wird. Siehst du, diese Arroganz, die Rechtfertigungen. Wir sollten ihn ein für alle Mal erledigen. Zumindest keinen sinnvollen. Es ist nicht vorbei. Wir brauchen ihn. Wir müssen Dr. Blackburns Partner unbedingt von diesen Gräueltaten abbringen. Und womöglich okay, muss der recht. Doktor sie davon überzeugen. Sie hat aber recht. Meine Kollegen haben ein Geheimlabor unter dem Hauptsitz meines ehemaligen Arbeitgebers, Westtech. Wir wollen die Fehler des FIV an seinem Entstehungsort korrigieren. Irgendwie angemessen, findest du nicht? Meine Kollegen haben eine für die letzten Tests und die Massenproduktion des Virus besser geeignete Anlage. Sie bereiten gerade seine Freisetzung in die Luft und ins Wasser von Appalachia vor. Wenn er in den Niederschlagskreislauf und das Grundwasser gelangt, lässt er sich nicht mehr aufhalten. Nein, er könnte sich über hunderte Kilometer ausbreiten. Passt weiter. Das ist ja, euer Ziel, geht. Nicht meins. Gestern wieder Therapie aber ich bin gehabt. Kein Soldat und könnte strapaziösen Befragungen nicht aber standhalten. Keine Verzögerung. Diesmal scheine ich es besser zu vertragen als die letzten meine zwei, drei Kollegen Mal. Meine Kollegen bereiten schon alles vor. Vielleicht liefert meine Kooperation einen Beweis für das Gute, das wir tun werden. Und überzeugt euch von unserer Sache. Unmöglich! So etwas Abscheuliches könnten wir niemals unterstützen. Ja. Wenn die Partner des Doktors den Virus verbreiten wollen, müssen wir das verhindern. Emotionen sind da zweitrangig. Jegliche Strafe für Blackburn kann warten, mindestens ein halbes Jahr noch sicher ist. Begib dich zu Westen. Also morgen sind es morgen. Sichere den Eingang zu diesem Labor. Wir kommen nach. Das gefällt mir nicht. Wir sollten ihn so übernächste Woche sind es genau zwei Jahre. Vor dem Erdboden gleich machen. Also die letzte Dezemberwoche. Genau damit hat der älteste Maxton in Mariposa zu tun. Schon vergessen? Habe ich ja von Montag bis Samstag, also bis 1. Januar im Krankenhaus gelegen und habe die erste Chemie bekommen. Hast du das vergessen? Falls sie den Virus schon herstellen, könnte er sich ausbreiten, und wenn wir alles in die Luft sprengen. Wir lassen die erstmal fertig reden, wir müssen ein bisschen feinfühliger vorgehen. Nun gut. Wenn Blackburn mitkommt, behalte ich ihn im Auge. Vielleicht können wir mit ihm Druck auf die anderen Irren ausüben. Das wird so nicht anguckt, ey. Wenn ich weitere Tote verhindern kann. Dann ist es entschieden. Anwärter, begib dich unverzüglich zu Westtech. Wir sehen uns dort. Okay, ab zu Westtech. Also es müssen zwei... Der Jürgen! Es müssen zwei CTs, besser noch drei CTs, aufeinander wirklich gut sein. Das letzte war... Naja... Mittelmäßig, nicht gut, mittelmäßig. Wo ist denn der Jürgen? Hallo.
Hallo. Ja, genau. Uns müssen so 2-3 CTs aufeinander. Na, er ist weg. Gut sein. Und dann können wir mal dann so ein halbes Jahr Pause machen oder 3 Monate, 4, 5 Monate Pause machen, um zu gucken. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass das letzte CT noch nicht so geil war, muss ich jetzt die nächsten 2 CTs abwarten. Das nächste wird im März sein und das zweite dann April, Mai, Juni ungefähr. Juni oder Juli. Nee, es gibt leider keine Alternative. Gibt es nicht. Das ist ja das. Deswegen muss ich das leider so akzeptieren. Ah, verdammt, jetzt habe ich die. Ich muss die Axt. Die Axt, sage ich schon. Das Ding umbenennen. Ganz dringend. Und die auch gleich. Sonst mache ich sie aus Versehen mal kaputt oder schmeiße irgendeinen Automaten rein oder so. Na gut, kaputt machen kann ich es ja nicht, aber. Ja, oh Gott, wann haben wir uns denn kennengelernt? Wann folgst du mir? Hä? Folgst du mir seit 2004? Nee, oh Gott, nee, Entschuldigung. 3. März 23. Erst ein knappes Jahr? Echt? Wir kennen uns erst ein Jahr? Kommt mir vor, als ob ich dich schon mein halbes Leben kenne. So nervig. So ein toller Freund bist du. Krass, das überrascht mich jetzt gerade. Was wollte ich denn sagen? Ja, Anfang des Jahres ging es mir auch psychisch richtig, richtig dreckig, bin ich ganz ehrlich. Also mir ging es nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also richtig, richtig scheiße. Also konnten mich wirklich nur, das habe ich im Stream vielleicht nicht so raushängen lassen, weil Stream war damals für mich so das einzige, was mich so ein bisschen am Leben gehalten hat, tatsächlich Anfang des Jahres. Bin ich ganz ehrlich. Also das Stream hat mich Anfang des Jahres, hat mir einfach Anfang des Jahres das Leben gerettet. Also gerade so Januar, Februar. Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr da. Bin ich ganz ehrlich. Wo soll mein ganzes Essen hin? Ja. Ja. Definitiv tut das vielen gut. Habe ich denn eine Popcornmaschine?
Da hat eine Streamer einen eigenen Bot. Was hat die da entwickelt? Hallo Schätzchen. Ach, die Frau nervt mich so. Ich glaube, ich schmeiß die Waffe raus aus dem. Nahrung. Wasser. Ressourcen. Dachzelt. Ach, mein Alien ist auch kaputt. Wieso ist mein Alien kaputt? Obwohl das ja auch schon mittlerweile alle freigeschaltet habe. Oh, Alter. Was ist das denn? Pferderennen, also. Ich muss mal ganz kurz. Eigensinnig. Eine alte Universitätskollegin. Dr. Jane war Nachwuchswissenschaftler bei Westech. Brillant, aber beeinflussbar. Auch er war empört über den Huntersville-Fehler. Nellie Wright hingegen ist Dr. Farhars Lieblingsprojekt. Eine Art Adoptivkind. Sehr begabt, trotz ihrer fehlenden Schulbildung. Eine in deinem Gewahrsam erdachte, vorbereitete und ausgeführte Falle? Das ist zu viel des Lobes. Paranoia passt nicht zu dir. Ich habe jede deiner Forderungen erfüllt. Und genau das ist so besorgniserregend. Der Typ ist so creepy. Aber sicher. Brechen wir auf. Wachsam bleiben. Der Typ ist so creepy. Eine falsche Bewegung, der kriegt einen Schuss im Rücken. Wer? Edgar! Edgar, wer sind diese Leute? Was ist mit den Wachen passiert? Die sind tot. Die Wachen sind tot, Dr. Farah. Das ist die stählerne Bruderschaft. Ich war ihr Gast, seit sie von unserem Projekt erfahren hatten. Leider heißen sie nicht gut, was wir tun. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Diese Anlage ist gesichert. Wir werden unsere Arbeit beenden. Das ist nicht der Huntersville-Stamm. Dr. Blackburn hat die enormen Mängel des Virus behoben. Wir haben aus etwas Furchtbarem etwas Wunderbares gemacht. Diesmal helfen wir den Menschen. Natürlich nicht. Westech hat einen Fehler begangen. Eine Kränkung der Wissenschaft. Es war ihnen egal, wem sie schadeten. Und sie taten es nur, um zu sehen, was passiert. Wir wollen den Menschen helfen. Ihnen Sicherheit verschaffen. Dr. Jane ist engagiert. Aber es stimmt. Wir tun das nicht nur, um unsere Neugierde zu befriedigen. Wir bringen die Wissenschaft voran. Der Preis dafür ist egal. Nichts für ungut, aber Westech hat keine Wissenschaft betrieben. Eigentlich haben sie nur Ameisen mit der Lupe verbrannt. Naja, nicht direkt, aber... Natürlich, bei Experimenten wurden die wichtigsten Makel des Originalstamms identifiziert. Durch wiederholtes Testen konnten wir die beschädigten Gensequenzen ausmachen und jedes Mal korrigieren. Hm. Wir haben die Simulation durchgeführt, die Modelle genau überprüft und sie mit den vorherigen Daten verglichen. Wir vertrauen auf den Ansatz. Wie sagt man so schön? Es geht nichts über Menschenversuche. Eine Freisetzung in großem Umfang wird eine repräsentative Stichprobe ergeben. Wissenschaft braucht Visionen. Lassen wir uns von Versuchen nicht aufhalten. Hm. Klar, es könnte übereilt wirken, aber...
Sei nicht so ein Schwächling, Janie. Nein, warte. Ich hatte auch meine Zweifel. Vielleicht sollten wir darüber reden. Sie wird gerade gleich getötet. Du wirst von deinem Gewissen geplagt. Das Unrecht ist dir bewusst. Reden wir darüber. Wir können uns einigen. Ich will Gewalt vermeiden. Ja, ja. War von Bethesda. Aber die steht im Raum, solange du Dr. Blackburn als Geisel hältst. Lass ihn gehen. Bitte. Sonst beenden wir diese Verhandlung. Also Fallout 1 und 2 war ein komplett anderes Spiel, wenn du das siehst. Also ich fürchte, hier musst du einlenken. Storymäßig war alles gleich, aber wenn du die anguckst, 3 war das erste. Möchtest, rate ich dir, der Bitte in des Doktors der Form. Dann gab es New Vegas, das war wohl das Beste. Habe ich aber nie gespielt. Und dann Fallout 4, damit habe ich angefangen. Darf ich das erklären? Meine ja, Bethesda spielt manchmal auf Twitch, ich weiß. Gar nicht aufhalten. Dazu ist ein Code erforderlich, den nur ich kenne. Ich habe die Dinge in Bewegung gesetzt und nur ich kann sie aufhalten. Ist das wahr, Edgar? Und Fallout 76 ist das erste Multiplayer-Spiel. Also es ist eigentlich wie Fallout 4, nur im Multiplayer. Ich habe dem Verteilungsprogramm diese Funktion hinzugefügt. Ich bin überlegen, ob ich mit Fallout 3 nochmal anfange, dass ein richtig großes Modpack reinlade. Nun denn. Ich bin bereit, dir zu helfen, wenn das Leben meiner Kollegen verschont wird. Und das nochmal richtig Let's Play. Zu ihnen hineinlassen müssen. Ob du mir traust oder nicht, wahr bleibt wahr. Vielleicht bin ich letztendlich eher bereit, Fremde statt Freunde und Kollegen zu opfern. Es soll ihnen nichts zustoßen. Meine Heuchelei ist nur menschlich. Fuck. Chests sind weg. Dann kannst du den Anblick genießen, wenn meine Kollegen unser Werk in der Bevölkerung freisetzen. Mir gefällt es auch nicht. Aber was bleibt uns sonst? Tun wir nichts, kommt es genauso zur Katastrophe. Dr. Farhar, lass mich bitte als Zeichen des Vertrauens der Bruderschaft rein. Ich bin sicher, wir können eine friedliche Lösung erzielen und vielleicht sogar unsere Arbeit bewahren. In Ordnung. Ich registriere dich beim Sicherheitsnetz. Nur dich. Mit deiner Erlaubnis? Mach es nicht noch schlimmer. Das ist ein Fehler. Ja, ist es. Der geht da rein und setzt den Virus frei. Die Kamera ihm folgt, ey. Er tötet die alle jetzt hier. Da das jetzt vorbei ist, Nelly, macht die Testkammer bereit. Wenn Sie einen Beweis für unseren Erfolg wollen, kriegen Sie ihn. Edgar, warte! Ich entschuldige mich für die Täuschung, aber du darfst unsere Erfolge nicht ruinieren. Du wirst bald sehen, dass ich recht hatte. Edgar, bitte, lass uns darüber reden. Das ist ein Todesurteil, Blackburn. Ich teste die Probe an mir, um unseren Erfolg zu beweisen. Was du danach mit mir machst, ist nicht von Belang. Der wird wahrscheinlich zum Supermutanten. Rein, mach den Tank bereit. Wir hätten ihn hinrichten sollen, als wir es konnten. Jetzt nicht. Wir müssen rasch irgendwie da rein. Warum laufen die eigentlich die ganze Zeit ohne Helm rum? FEV-Fluss bereit. Prozedur eingeleitet. Da. Wird eingeleitet. Und ich habe keinen Flammenwerfer. Das ist einfach nicht richtig. Was ist das? Nein, 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 nein. Was passiert hier? Das ist unmöglich. Die Zahlen waren korrekt. Es war so klar. Wo hat er auf einmal die Axt her? Was geht mit dem? Der Fakil?
Alter! Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Doch. Oder auch nicht. Gefährlich aus. Vielleicht können wir das ausnutzen. Der hat nicht mal was Gutes getroppt. Das passiert, wenn wir zulassen, dass Menschen Gott spielen. Ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns. Edgar, ich hätte es wissen müssen. Ich habe es gewusst. Wir waren nicht bereit. Ich muss mich entschuldigen. Unsere Arbeit war ein Fehlschlag. Das mögliche Gute war nur eine Illusion. Ich habe nicht auf mein Herz gehört. Als Zeichen des guten Willens habe ich die Produktion angehalten. Wir werden den Virus nicht freisetzen. Dafür sorge ich. Aber ich lasse dich nicht einfach rein. Ich kann vielleicht nicht viel tun. Aber trotzdem werde ich meine Kollegen verteidigen. Lässt uns rein, wenn ich ganz lieb bitte sage. Ich werde uns nicht einfach so ausliefern. Das ist alles, was ich tun kann. Geh bitte. Tu, was du willst. Ich würde Ihnen zutrauen, den Ausgang mit Fallen gespickt zu haben. Es muss ein Passwort geben. Wir sollten keine Zeit mit Suchen vergeuden. Wenn du ein Terminal knacken kannst, wäre das die Rettung. Ja, easy. Meinst du, sie haben die Produktion eingestellt? Diese Geschichte klingt wie eine Falle. Das können wir prüfen, wenn alles sicher ist und Gelehrte Valdez es sich angeschaut hat. Bleib bis dahin auf der Hut. Hello, it's me. Für die reicht die kleine Waffe. Sag die auf. Sieht seltsam aus. Bitte, hör mich an. Wir sind Wissenschaftler. Wir können dieser Welt nur unsere Arbeit geben. Wir hatten gehofft, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu wehren. Gegen Strahlung, Mutanten. Den Verfall der Gesellschaft. Wir sind gescheitert. Aber das muss nicht das Ende sein. Wir können noch viel Gutes tun. Verschone uns vor deinem Zorn. Willst du etwa aufgeben? Wir waren nah dran. Nur noch kleine Anpassungen. Wenn ich unterbrechen darf. Sie hat schon das Monster gesehen, was da gerade. Ich stimme zu, was Dr. Farhar sagt. Es sieht nicht so aus, aber wir sind nicht böse. Es geht um eine bessere Menschheit. Was habt ihr jetzt, da ihr das wisst, mit uns vor? Alle töten. Gut gesagt. Die Bruderschaft soll die Menschen beschützen. Und eure Arbeit hat jeden in Gefahr gebracht. Wäre das Virus freigesetzt worden, hätten zahllose sterben können. Wir können keine weiteren Experimente zulassen. Warte, Shin. Wir können sie nicht einfach gehen lassen. Doch ihr Wissen könnte der Bruderschaft und den Bewohnern von Nutzen sein. Blackburn war der Anführer, doch er ist fort. Über die anderen wissen wir nichts. Und gerade wir beide sollten niemanden beschuldigen, weil er etwas verändern wollte. Das werde ich tun. Geht es immer noch um damals? Du kannst anderen nicht vergeben, weil du dir deinen eigenen Fehler nicht vergeben kannst. Wann schließt du endlich damit ab? Das hat damit nichts zu tun. Es wird keine Experimente mehr geben. Und
Sie sind zu gefährlich, um sie gefangen zu halten. Warte, willst du uns wirklich umbringen? Moment mal, wir töten niemanden. Wir bringen sie zurück zu Fort Atlas, damit Gelehrte Valdez ihre Arbeit überwachen kann. Bist du wahnsinnig geworden? Genau aus diesem Grund gibt es die Bruderschaft. Um Technologie zu schützen. In dieser Hinsicht haben die Ältesten leider recht. Wir können sie nicht gehen lassen, aber auch nicht ihr Wissen zerstören. Ein weiser Kompromiss. Ich werde kooperieren. Du, der du so wütend bist, denk darüber nach, dass es keine Universitäten mehr gibt. In einer oder zwei Generationen wird es nur noch wenige Menschen mit ordentlicher Bildung geben. Naja, wie viele Dutzend hast du schon getötet? Bin ich eh tot. Glaubst du, aufgrund deiner Bildung wäre dein Leben mehr wert als ihres? Wir brauchen dein Wissen nicht, wenn du so gestört bist, Menschenexperimente durchzuführen. Hör bitte auf damit. Halten wir doch kurz inne und reden miteinander. Wir haben so vieles über unsere Arbeit noch nicht erzählt. Und wir wissen so wenig über euch. Vielleicht finden wir heraus, wo sich unsere Perspektiven überschneiden. Ja, vielleicht beruhigt sich Shin, wenn wir darüber reden. Ich habe kein Bedürfnis nach Gewalt. Nun gut. Du hast noch nichts gesagt. Du hast doch sicherlich eine Meinung dazu. Nicht wirklich. Auf jeden Fall. Wir gehen nirgendwo hin. Ich weiß es nicht, bin ich ganz ehrlich. Wir müssen uns einigen. Ich werde keine impulsive Gewalt tolerieren. Ihre Methoden waren grausam und falsch. Aber man sollte auch verzeihen. Was zählt, ist, was sie jetzt tun werden. Geben wir ihnen eine Chance, es wieder gut zu machen. Dann müssen wir für das eintreten, woran wir glauben. Wir lassen Shin keine Bruderschaft hervorbringen, die nach Belieben urteilt. Wir reden hier von Menschenleben. Sind nicht schon genug gestorben? Schön, das von dir zu hören. Ich fürchte leider, dass das für Shin an die Schmerzen... Ich weiß es nicht. Aber wir lassen die mal leben. Komm, wir lassen die mal leben. Nicht respektiert ich mag Shin sowieso nicht. Er vermutlich mit eingezogenem Schwanz zu den Ältesten. Dieser Stützpunkt wird zu dem werden, was er sein sollte. Mit oder ohne Shin. Hoffentlich erkennst du, was wir tun müssen. Was wir für die Bruderschaft tun müssen. Welche Fragen hast du? Keine. Oder hat deine Gruppe sich schon entschieden? Ja, komm, wir lassen. Wir könnten aus der Idee der Evolution eine stärker zielgerichtete Formel machen, um die Muskeln so entstanden die Space Marines. Oder Strahlung abzuhalten. Wie ich hörte, zirkulieren solche Serien bereits unter den Überlebenden in dieser Region. Ich würde gerne studieren und verbessern, was sie hergestellt haben. Und was hat deine Organisation entschieden? Da bin ich erleichtert. Ich versichere dir, wir werden kooperieren. Du und Ramani würden also die Fehler der Vergangenheit wiederholen und mit diesen Kriminellen weitere Massenvernichtungswaffen herstellen. Um die Welt zu eurer Bereicherung weiter in den Abgrund zu stürzen, während du die Insignien der Bruderschaft auf der Brust trägst. Die Mission der Bruderschaft lautete stets, mit der Macht der Wissenschaft eine bessere Welt herbeizuführen. Anstatt große Denker zu ermorden, werden wir sie im Sinn dieser Mission umerziehen und eingliedern. Und zwar ohne Barbaren wie dich. Darin stimmen wir überein. Ich diene keinem unrechtmäßigen Zweig einer prinzipientreuen Institution. Die Ältesten müssen von unseren Fehlschlägen erfahren. Es wird mir eine Ehre sein, dies persönlich zu berichten. Petze! Die Ältesten halten uns nicht auf. Und du auch nicht. Dann muss es also sein. Ad Victoriam. Augen auf die Tür! Beeilung!
kann der nicht schneiden. Gut gekämpft. Kann den eh nicht leiden. Shin, es tut mir leid. Danke. Ist okay. Unsere kommende Arbeit könnte immer noch die Welt verändern. Geh schon mal vor, ich bringe die Wissenschaftler nach Fort Atlas. Dann können wir besprechen, was passiert ist. Naja, da ist der wenigstens weg. Der Typ hat mir eh genervt. Kurz meinen Flammenwerfer und so reparieren. Mann, das nervt mich so, ey. Jetzt abgekackt. Dann Space. Sind beide noch voll, das ist sehr gut. Bam, bam, bam. Wie der Schwanz da hinten noch so rausguckt. Gerade gesehen, dass ich die Rüstung auch mal reparieren muss. Ist mich auch schon ein bisschen damaged. Geht noch. Den nehmen wir mal. Ah, ne, der ist noch voll. Der ist ja noch voll. Guten Tag! Freunde, Anwärter, neue und alte Gesichter. Es ist schön, euch zu sehen. Ich gehöre irgendwie auch aber hier. Auch wenn der Anlass traurig ist. Zuallererst kann ich euch versichern, dass die Mutantenbedrohung vollständig beseitigt wurde. Es gab jedoch auch Opfer. Ritter Shin ist nicht mehr bei uns. Ich will offen sein.
Nach einer Meinungsverschiedenheit über die weitere Vorgehensweise bei der Mission hat Shin auf mich geschossen. Ich musste sicherstellen, dass unsere Werte und unsere Einheit weiterleben. Der Preis dafür war hoch. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich habe seine Loyalität respektiert, auch wenn sie unangebracht war. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, ihn die Dinge von meiner Warte aus sehen zu lassen. Eine weitere Ankündigung habe ich noch. Ich möchte die Leistungen eines bestimmten Anwärters für unseren Verband würdigen. Für gewöhnlich würde ich es bei einer einfachen Beförderung belassen. Doch als Ritter trägt man eine klar bestimmte Verantwortung. Ich habe jedoch eingesehen, dass dieser Anwärter Verpflichtungen jenseits der stählernen Bruderschaft hat. Ich werde dich Appalachia nicht wegnehmen. Daher verleihe ich dir den besonderen Titel des fahrenden Ritters. Warum stellst du dich nicht zwischen mich und Gelehrte Valdez, sodass ich dir den Titel offiziell verleihen kann? Sind die sauer, oder? Für außergewöhnliche Leistungen für die stählerne Bruderschaft in Appalachia ernenne ich dich hiermit zum fahrenden Ritter. Verbring so viel Zeit bei der Bruderschaft, wie du willst. Oder Schnellreisender. Wir sind dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Okay, jetzt cool. Jetzt nehmt euch gerne vor eurem nächsten Einsatz ein wenig frei. Ihr habt es euch verdient. Danke. Nee, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Ritter Shin ist also fort. Ja, ich habe ihn getötet. Ich wollte den Konflikt stets positiv sehen. Bis zum Ende. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es unvermeidlich war. Hätte ich doch nur mehr tun können. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Aber nein. Es ist schön, dass du das sagst. danke. Ich mache weiter meinen Job. Ein Offizier weniger bedeutet, dass ich jede Menge übernehmen muss. Ich möchte noch vieles da draußen sehen. Aber zurzeit muss ich die Bruderschaft unterstützen. Es wird hier jetzt wesentlich lockerer. Paladin Ramani war noch nie ein Fan strenger Vorschriften. Sie wird sich auf Rekrutierungen und Hilfe konzentrieren. Na, wenn sie die Zeit findet. Nicht der Rede wert. Als Gelehrte ist es meine Aufgabe, die Dinge hier am Laufen zu halten. Bis nächstes Mal. Ich dachte, sie zieht jetzt bei mir ein. Nun, fahrender Ritter, wie fühlt sich der neue Titel an? Oh, verdammt, ich wollte noch mit den anderen sprechen. Wer ist da noch so? Ah, hier. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Wer wird sich um alles kümmern? Wer führt die Rekruten an? Was soll ich tun? Oh Gott. Ist völlig fertig. Okay. Okay, ich glaube, mir geht's gut. Mit Veränderungen komme ich nicht gut klar. Zum Beispiel, wenn mein Boss stirbt. Ich glaube, ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten. Ich setze mich erstmal. Tschüss. Ritter Shin. Ist das wirklich gerade passiert? Ich wusste, dass es zwischen den oberen Rängen kracht, aber... Gewalt? Sogar mit Schusswaffen? Es war wohl viel schlimmer als gedacht. Ja, hier stehen wohl ein paar Veränderungen an. Wie die Umstrukturierung auch ablaufen wird, hinterher sind wir sicher noch besser dran, als wir es jetzt sind. Paladin Ramani ist meine Anführerin. Wir die erfahrene Ritter. Wie auch immer, ich mach dann mal weiter. Wir sehen uns, fahrender Ritter. Gute Idee, mein Freund. Wollen wir mal mit dir nicht quatschen? Ritter, es ist eine Ehre, mit dir zu dienen. Naja, ich bin aber gleich weg und werde wahrscheinlich nie wiederkommen. Nun, fahrender Ritter, wie fühlt sich der neue Titel an?
Ich bin zwar immer noch ein Laufender. Du pfeifst auf Etikette? Sei froh, dass mir das gefällt. Und ja, du bist mir aufgefallen. Ich bin traurig. Ich hatte gehofft, er würde mich nicht dazu bringen. Aber was geschehen ist, war nötig. Wenn ich es müsste, würde ich es wieder tun. Jetzt können wir die Bruderschaft zu der gütigen Organisation machen, die ich immer haben wollte. Wir müssen den Menschen in Appalachia helfen. Unsere Hand ausstrecken und ihnen ein sicheres Gefühl geben. Dies ist ein Neuanfang. Sei stolz, dass du ein Teil davon warst. Lass von dir hören. Für dich gibt es immer einen Platz in Fort Atlas. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Stehle deine Brüder und Schwestern. Ja, Jungs und Mädels. War schön hier. Zur Beförderung, fahrender Ritter. Danke. Was habe ich denn jetzt bekommen? Irgendeine neue Rüstung. Und Champagner. Cool.